Was geht ab, Freunde des gepflegten FIFA-Sports? Heute geht's um die Bundesliga-Meilensteinaufgabe, wie ihr im Hintergrund schon sehen könnt. Ich habe das Ganze nämlich relativ zügig ja abgeschlossen und hole gerade im Hintergrund die Packs ab. Das Ganze ist ein bisschen vorgespult, weil, ja, ich glaube, keinen interessiert, wie ich nach und nach jedes einzelne Pack abhole. Die vier Schmutzpacks, die dabei sind, mache ich auch im Schnelldurchgang auf, nur dass ihr Bescheid wisst. Und ich würde sagen, bevor wir dann die Packs zusammen aufmachen, holen wir uns noch einmal gutes Karma und erinnern uns gerne an die Serie A Meilensteinaufgabe zurück. Da hatten wir nämlich einen relativ, wie soll ich sagen, netten niederländischen Walkout. Ich würde aber sagen, wir schauen uns das nochmal an und danach starten wir auch direkt mit den Packs, Freunde. Komm hier, das können wir machen. Ja, was soll ich sagen? Das war damals ein ganz nettes Feeling. Das war ja noch relativ am Anfang von FIFA. Da konnte man den guten alten Van Dijk auch relativ gut gebrauchen. Und ich hoffe natürlich, dass wir das Ganze jetzt wiederholen können. Und ich würde sagen, Ring frei, Freunde! Wir starten einfach mal ganz entspannt mit dem ersten Pack rein und haben direkt einen Durchläufer von Spanien. Das kann in der Regel nichts sein, ist es auch nicht. Aber fürs erste Pack direkt ein 83er, das geht schon in Ordnung, wie ich finde. Aus diesen zwei Spielersets kann man ja auch, wenn wir damals so viel Glück mit dem Van Dijk haben, eigentlich nicht viel erwarten. Und dann nehmen wir natürlich gerne jeden High-Rated-Spieler mit. Hier ist dann auch schon wieder nichts drin, wie man es dann halt gewohnt ist. Aber wie gesagt, ganz entspannt, wer ohne Erwartung daran geht, kann natürlich auch nicht enttäuscht werden. Hauptsache, wir füllen einfach mal unseren Verein wieder ein bisschen auf und können dann irgendwann diese ganzen Goldspieler, Upgrade-SBCs machen. Da kriegen wir dann nämlich auch noch ein paar Packs. Auch hier wieder nichts. Schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr die Bundesliga-Meilenstein-Aufgabe macht und euch die Packs holt. Oder ob er da einfach überhaupt keinen Bock drauf hat, weil da gibt es, glaube ich, auch den einen oder anderen, dem das einfach ja viel zu viel Arbeit ist, weil man muss natürlich auch, ich glaube, mit jedem Verein zwei Tore schießen, also mit einem Spieler aus jedem Verein. Das ist schon nicht immer ganz so einfach. Also es dauert schon seine Zeit, wie ich finde. Und da muss halt auch jeder selbst wissen, ob es dann die Zeit wert ist am Ende. Wir werden hier einfach mal schauen, ob es das wert war. Bisher hält sich das Ganze noch in Grenzen. Ich hätte zumindest gerne einen Walkout in den Packs, dann wäre ich schon zufrieden. Für SBCs kann man nämlich immer ganz gut... Walkout ist das auf jeden Fall schon mal. Okay. Jo, das müsste der gute alte Eriksen sein. Ist er auch. Ja. Ist jetzt kein Mega-Walkout, aber ein 88er... Eriksen von Tottenham nehme ich auf jeden Fall sehr, sehr gerne mit. Gerade im Hinblick auf die aktuell noch laufende Ben Yedder SBC. Die ist ganz schön teuer, aber ich will diesen Ben Yedder auf jeden Fall haben, weil ich habe den, glaube ich, schon im letzten Video gesagt, den 86er Inform Ben Yedder gespielt. Und der war einfach so anders. Also der ist, ja, man kann schon sagen, unaufhaltbar gewesen. Und da bin ich echt mal auf den 88er Player of the Month Ben Yedder gespannt. Weil der wird nochmal anders krass sein. An der Stelle, hat den einer von euch schon gemacht und kann sagen, ob man da einen Unterschied zu dem 86er oder 85er Inform Ben Yedder überhaupt spürt. Weil es muss sich ja auch lohnen. Weil ich glaube, 700.000 Münzen kostet der gute alte Ben Yedder, wenn man ihn mit Spielern vom Transfermarkt kauft. Deswegen, das sollte man sich schon gut überlegen, da er natürlich dann auch untauschbar ist. Ne? Also man kann ihn nicht wieder verkaufen, sondern hat ihn dann dauerhaft im Verein. Das Ganze habe ich schon mal mit Sadio Mané gemacht als SBC.
Der ist zwar in Ordnung, hat aber auch seine 800.000 Münzen umgerechnet gekostet und ist einfach untauschbar. Und ich würde einfach gerne auf dem linken Flügel mal jemand anderes spielen. Aber es tut mir auch sehr, sehr weh, in einem Road to Glory Team einen 700.000 Münzen Manet auf die Bank zu setzen. Weil die muss man auch erstmal wieder verdienen, Freunde. Ne? Das ist nicht so einfach. Oh, schon wieder ein Walkout. Ah, das ist Navas. Das kann nur Navas sein. Ja, ist okay. Ich wollte einen Walkout, habe jetzt den zweiten. 87er Rating. Den kann man auf jeden Fall gut mitnehmen. Der kommt auf jeden Fall auch in die Ben Yedder SBC. Ein paar Spiele haben wir ja schon gesammelt. Ein paar habe ich auch schon eingekauft. So nach und nach füllt sich der Verein, dass ich bald den guten alten Ben Yedder abschließen kann. Mir ist gerade aufgefallen, dass ich jetzt, glaube ich, auch zum gefühlten 35. Mal Ben Yedder gesagt habe. Es tut mir leid an dieser Stelle. Was soll ich sagen? So, weiter geht's. Zwei Walkouts hatten wir bis jetzt, keinen krassen dabei, aber okay. Ein paar Packs haben wir ja noch offen. Drei noch, um genau zu sein. Los hier, ey. Jetzt hau noch mal einen raus. Dafür, dass am letzten Freitag wieder so viel Probleme waren mit den Servern und man keine Weekend League spielen konnte. Ihr wisst Bescheid. Und Sissoko. Ja. Da kann ich eh mal gönnen. So, vorletztes Pack. Wieder kein Walkout. Den skippen wir direkt mal. Und ich glaube, Freunde, das war's. Das war's, da wird nichts mehr kommen. Und ich würde sagen, damit wir wenigstens noch ein paar mehr Glücksgefühle haben, schließe ich noch eben schnell die Future Stars Aufgabe ab. Die habe ich nämlich schon angefangen. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wie ich den guten alten... Boah, ich weiß gerade gar nicht, um wen es sich handelt. Wie ich die gute alte Future Star Karte schön in den Verein hole. Bis gleich, Freunde. Ja, Freunde, da bin ich wieder. Ich habe die letzten Aufgaben eben ja abgeschlossen, um den High-End de God zu bekommen. Ich hoffe, man spricht ihn so aus. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Sorry an der Stelle. Ja, und gucken wir uns den Spieler mal an. 3 Sterne Weakfoot ist nicht so optimal. Die Skills sind an sich in Ordnung. Ich muss aber sagen, die schwächeren Dugots, die man vorher im Laufe der Aufgabe bekommen hat, haben mich jetzt nicht unbedingt überzeugt. Die haben mich die ein oder anderen Nerven gekostet. Aber das ist ja immer von Spieler zu Spieler unterschiedlich. Der eine kommt damit klar, der andere nicht. Schreibt an dieser Stelle gerne mal in die Kommentare, ob ihr Dugot schon abgeschlossen habt und wie ihr ihn dann findet. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal. Und ja, Freunde, ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein und ciao!